Herzlich willkommen auf dem Kanal der Aktion Fernspiele. Ja, die AFS kann diesen Sommer leider nicht stattfinden. Aber wir Betreuer haben natürlich keine Mühen gescheut, euch coole Videos zu drehen und ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Videos. Also danke fürs Einschalten, danke fürs Wiedereinschalten und Fernspiele. Ja. Wie ihr von dem Videotitel schon entnehmen könnt, werden wir heute etwas in der Küche zaubern. Heute machen wir was richtig Leckeres, und zwar auch einer meiner Lieblingsgerichte und passend zum Sommer. Und zwar machen wir Sommerrollen. Ja, worauf warten wir? Los geht's, oder? Ah, bevor es aber losgeht, müssen wir uns wahrscheinlich erstmal passend bekleiden. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, oder? Dann kommt mal mit. Hallihallo, ja, vor euch seht ihr jetzt alle Zutaten, die ihr braucht. Aber bevor wir überhaupt da noch dazu kommen, gibt es bei mir ein paar Regeln, damit wir auch sicherstellen können, dass alles glatt laufen kann. Und zwar Regel Nummer 1. Versucht immer eure Hände zu waschen. Egal, wenn ihr gerade hier mal kurz Eier gerade aufgeschlagen habt oder was weiß ich, vor allem bei Proteinen, wenn ihr jetzt in dem Fall habe ich die Garnelen, wenn ihr die Garnelen schon angefasst habt, danach Hände waschen. Und dann könnt ihr zu dem Bild gehen. Genau, erste Regel, Hände waschen. Zweite Regel, stellt sicher, dass ein Erwachsener da ist. Oder jemand, der eben mit Messer und in dem Fall auch Herd, wir werden auf jeden Fall auch auf dem Herd kochen. Jemand, der sich damit auskennt und genau, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt, die Finger schneidet, weil so ein Messer ist ziemlich scharf. Und Regel Nummer 3, man rennt nicht mit dem Messer in der Küche rum. Also es wird generell nicht gerannt. Und die allerletzte Regel ist, wer hat dich viel Spaß? Kochen soll nämlich nicht nur im Anschluss deinen Magen füllen, sondern auch dich mit Freude füllen. Ja? Und ja, so ein Lächeln. Genau. Kommen wir zu den Zutaten. Wie ihr sehen könnt, haben wir eine grüne Sektion. Dann habe ich hier vorne ein paar Proteine und Gewürze. Dann das allerwichtigste Reispapier. Und hier dann die Sektion die Soße. Schauen wir nochmal näher drauf, oder? So, hier sehen wir nochmal alle Zutaten und Utensilien, die ihr braucht. Ups, für dieses super tolle Gericht. Wenn ihr jetzt auf Stopp drückt, werdet ihr, sagen wir mal, hier an der Stelle nochmal eine Liste mit allen Sachen sehen. Okay. So, willkommen zurück. Wir fangen jetzt mit unserem Omelette an. Und ein kleiner Pro-Tipp von mir, damit hier das Holzbrett nicht so wackelt. Nehmt euch einen feuchten Lappen. Genau. Der muss feucht sein. Und dann legt ihr den einfach unter euer Holzbrett. Das wird dann nichts mehr hier am Rumflutschen sein. Ja. So, für das Omelette fangen wir an, eine Frühlingszwiebel klein zu schneiden. Kopf weg, halbieren und einfach ganz langsam in kleine Stücke schneiden. Ja. So. Genau, einfach in kleine Stücke schneiden. Passt auf eure Finger auf und vor allem beim Schneiden immer schön hier die Klaue verwenden, wer das nicht kennt, auf das Essen. Dann kann nämlich euer Messer, das gleitet dann nämlich hier an die Hand entlang und ihr könnt euch nicht schneiden. Okay? So, ich muss immer noch hier, ich mache noch nicht so viele Videos, ich muss erstmal ganz grob reichen. Genau. Und dann kann das alles in die Schüssel kommen. So. Nicht vergessen, die Frühlingszwiebel davor zu waschen und auch nicht vergessen, eure Hände zu waschen. So, gerade getan und zurück bin ich. Jetzt auf der Seite. So, das ist eigentlich ganz simpel. Wir haben hier jetzt die Frühlingszwiebel und jetzt schlagen wir einfach unsere Eier rein. Ich benutze jetzt in dem Fall 4 Eier.
rein in die Schüssel. So, ganz wichtig, jetzt nochmal Hände waschen. So, und dann habe ich ja vorhin gesagt, nicht vergessen, euer Essen zu würzen. Aus dem Grund haben wir hier, machen wir eine Prise Salz rein. Eine Prise Salz. Zwei Prisen Zucker. Und optional, weil ich richtig viel Pfeffer eigentlich mag, ein Hauch Pfeffer. Ich nenne es ein Hauch Pfeffer. Wieder Hände waschen. Und dann schnappt ihr euch eine. Dann schnappt ihr euch eine Gabel und vermischt alles. Dann hätten wir auch schon unsere Aufessmischung. Was kommt jetzt? Ab zum Herd. So, dann sind wir jetzt bei mir am Herd. Ja, ich habe hier einen wunderschönen Induktionsherd. Heißt, ich habe nicht die große Gefahr, dass ich ihn verbrenne. Höchstens an der Pfanne. Aber zu Hause seid bitte vorsichtig, fasst nicht direkt den Herd an. Und wie gesagt, ich hoffe, Mama oder Papa ist da oder die große Schwester und macht es zusammen. Weil Kochen ist zusammen auf jeden Fall auch immer spaßiger. Genau, wir machen den Herd an. Mal auf volle Pulle, damit er warm wird. Ich habe eine Pfanne, die brennt ziemlich schnell an. Deswegen verwende ich ein bisschen Öl. Wenn ihr zu Hause eine Pfanne habt, wo ihr wisst, dass da hier das perfekte Omelette rauskommt, ohne dass irgendwas anbrennt, dann könnt ihr natürlich auf Öl verzichten. Genau. Der Trick dabei ist, wir werden nicht am Anfang gleich die ganze Mischung reintun. Wir werden nämlich eine erste Schicht machen, die dann zur Hälfte zuklappen und dann die nächste Runde Mischung reintun, damit wir am Ende hoffentlich ein bisschen was, ein schön gerolltes Omelett haben. Genau. Schön warten, bis es warm wird. Nicht so wie ich jetzt meine Hand reintun. Also wenn ihr wissen wollt, ob euer Öl schon warm ist, könnt ihr immer etwas Hölzernes, ich habe hier einen Holzstäbchen, könnt ihr hier einfach mal reintunken. Dann seht ihr, es ist schon am Blubbern und es ist schon heiß. Genau. Gut, warten wir noch mal kurz ein bisschen. Und dann können wir schon mal, sagen wir mal, wir tun mal circa die Hälfte der Mischung schon mal rein. Mein Herd ist ziemlich warm. Ich muss ja auch mal wieder ein bisschen hier runterschalten. Und wir warten jetzt einfach mal. Umso früher ihr das Omelett anfasst, umso schneller wird es wohl auseinanderbrechen. Genau, wir warten einfach ganz geduldig. Und schauen mal dem Omelett mal zu. So, herzlich willkommen zurück. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte euer Omelett auch nicht mehr kleben, sondern hier in der Pfanne schön rumflutschen. Also wenn ihr genug gewartet habt. Und jetzt ganz tricky, mit dem Pfannenwender freut am besten eure Mama oder versucht es auch selbst, wenn ihr wollt. Wir versuchen das Omelett jetzt einmal zu falten. Genau, einfach mal so falten. Dann tun wir den Rest der Mischung auf die andere Seite. Okay. Versucht dabei auf einer mittleren Hitze zu sein. Wir wollen unser Omelett ja nicht verbrennen. Genau. Und jetzt heißt es wieder warten. So, herzlich willkommen zurück. Die zweite Hälfte ist schon gut gekocht. Dann werden wir einfach die andere Hälfte drüber wenden. Und ja, warten wir noch ein paar Sekunden. Dann haben wir ein schön, nicht gerolltes Omelett, aber ein gefaltetes Omelett. So, unser Omelett ist fertig und wir werden es jetzt nochmal ganz schnell portionieren. Ihr könnt auch warten, bis es abkühlt, aber ich mache das jetzt ganz schnell. Wir brauchen am Ende ein paar Streifen, heißt, ich werde das Omelett jetzt hier längs nochmal so schneiden
Und in der Regel, wenn es jetzt nicht so ein Omelett wird, sind auch hier Rühreier komplett voll okay. Ja? Die sind völlig okay. Genau, ich halte es hier noch einmal. Und dann haben wir feines Omelett. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns zur Soße. So, für die Soße habe ich noch mich entschieden, noch mal eine größere Schüssel zu nehmen. Die kleine Schüssel hier ist etwas klein. Oh wow. Genau. Das erste, was wir machen müssen, ist natürlich unser Knoblauch und unsere Chilis zu schneiden. Beim Knoblauch. Wenn ihr eine Knoblauchpresse habt, ist das vollkommen okay. Ich habe gerade keine da, deswegen werde ich das altmodisch hier mit dem Messer machen. Falls ihr das noch nicht kennt, Knoblauch nehmen, Messer drauflegen, mit dem Unterteil eurer Hand einfach mal feste drücken oder draufschlagen. So. Ihr denkt jetzt, ob ihr eure Knoblauch hier zermanscht, aber nein, jetzt löst sich die Haut nämlich ganz von allein. Machen wir den zweiten Knoblauch auch, den zweiten Zehe. Ja. Bumm. Bumm. So, ich filme hier gerade um 2 Uhr morgens. Hoffentlich habe ich niemanden geweckt. Kocht am besten nicht um 2 Uhr morgens. Genau. Wir schneiden das trockene Ende von der Knoblauch weg. Und jetzt versuchen wir, also wenn ihr keine Knoblauchzehe habt, versuchen wir die Zehen richtig fein zu schneiden. Leider bin ich kein Chefkoch, deswegen koche ich etwas. Aber ja. Erzählt mal, habt ihr einen schönen Tag. So, ja. Genau, bevor ich den Knoblauch weiter zerkleinere, komme ich zu den Chilis. Und bei den Chilis, wie gesagt, nehmt nur so viele, wie ihr auch an Schärfe verträgt. Genau, aber die geben einen schönen Kick. Und das Wichtige ist, wenn ihr eine Chili angefasst habt, vor allem, wenn ihr sie aufgeschnitten habt, fasst euch nicht ins Gesicht, vor allem nicht in die Augen. Das ist nämlich fatal. Ich nehme in dem Fall 3 Chilis. Ich schneide sie auch ganz groß. Ich nehme auch mit Kernen, also ich nehme sie auch mit den Kernen. Ihr könnt sie natürlich erstmal halbieren, die Kerne raus tun, dann ist es weniger scharf. Aber ja. Genau. So. Dann hätten wir hier fein geschnittene Chili und Knoblauch. Diese tun wir jetzt in die Schüssel. Nochmal ganz wichtig, fasst euch nicht in die Augen oder ins Gesicht. So, wir haben hier eine Limette. Bevor wir sie aufschneiden, werden wir sie erstmal noch ein bisschen rollen. Da kommt ein bisschen mehr Saft raus. Genau. Wir halbieren einmal die Limette. Mhm. Und wenn man nicht so viel Fingerkraft hat wie ich, ja, dann könnt ihr die Limette noch einmal halbieren. Nochmal in der Hälfte, nochmal halbieren und dann ist es auf jeden Fall einfacher. Genau, dann zu unserer Mischung jetzt kommt das Wasser, 200 Milliliter, dann nehmt ihr euch einen Esslöffel und tut langsam einen Esslöffel rein und 2 Esslöffel rein. Genau. Weil ich ein bisschen mehr salziger haben möchte, tue ich 2,5. Genau, das müsst ihr jetzt einfach noch hier ein bisschen vermengen. Und ich habe eine wichtige Sache vergessen. So, willkommen zurück. Ich dussel. Ich habe natürlich noch den Zucker vergessen, und zwar kommt da noch ein bisschen Zucker rein.
Und genau zwei, anderthalb Esslöffel, vielleicht auch zwei Zucker rein. Und jetzt können wir endlich alles schön vermengen, mischen. So, wie es aussieht, haben wir den perfekten Winkel gefunden. Jetzt kommen wir zur Gurke, zum Gemüse. Genau. Für die Gurke nehmen wir ungefähr, wir brauchen nicht so viel. Die Sache ist, an der Menge kann ich leider nicht so viel spezifisch sagen, da man die Rollen halt so vollpacken kann, wie man nur möchte. Genau. Gurken brauchen wir auf jeden Fall ein paar Streifen. Genau, das reicht. Bei den Kräutern, zum Beispiel bei der Minze, müsst ihr nicht viel machen, einfach nur die Blätter abzupfen. Koriander könnt ihr tatsächlich, das müsst ihr dann nicht abzupfen, ihr könnt es so einfach klein rupfen. Genau. Und hier genauso, ihr könnt das hier auch nochmal klein rupfen. Genau, das war's. Und nun kommen wir zu einer der wichtigsten Bestandteile oder was nicht fehlen darf, und zwar die Reisnudeln. Bis gleich, zurück am Herd. So, willkommen zurück. Das Wasser kocht. Seid vorsichtig, es ist super heiß. Ich werde mal, glaube ich, ein bisschen runterschalten. Ja, oh, gut, beruhigt mich. Tut einfach die Nudeln dazu. Die kochen relativ schnell im Vergleich zu Spaghetti oder Penne. Genau. So, ein paar Minuten später sind unsere Nudeln im Prinzip fertig. Abtropfen lassen und dann können wir uns zum Rollen beginnen. Endlich sind wir zum Rollen angelangt und ich habe euch ja vorhin erzählt, dass wir die Reispapiere noch einweichen müssen oder kurz feucht machen müssen. Dafür habe ich hier nochmal eine größere Schüssel Wasser, am besten lauwarmes Wasser, und da tunkt ihr das Reispapier einfach mal kurz rein. Einfach damit es an jeder Stelle feucht ist. Genau. So. Feuchtes Reispapier. Auch umtröpfeln. So, das legt ihr euch dann hin. Am besten auf eine große Fläche. Ich nehme jetzt einfach hier nochmal mein Schneidebrett. Wupp. Genau. Und dann können wir schon anfangen mit Belegen. So. Zum Belegen fange ich immer persönlich gerne an mit dem Blattsalat. Okay? Damit, vor allem in der asiatischen Küche geht es oft um Präsentationen, dass es schön aussieht, heißt, wir versuchen oder auch nicht, die Sachen schön auszulegen. Genau, als nächstes nehmen wir dann von den Nudeln, die wir jetzt gerade gekocht haben, nehmen wir ein bisschen was, wie wir den Zeug haben wollen. Genau. Ja, ich hoffe, bis jetzt hat euch das Video gefallen und ich rede nicht weiter. Wir kommen jetzt zu den Garnelen. Dann lege ich drei Stücke. So. Dann nehmen wir was von dem Ei. Dann nehme ich ein Ei und ein Eistück. Dann etwas von dem Fisch. Ja, ein bisschen Fisch. Dann haben wir noch unsere Gurke. Nehme ich auch ein Stück. Und jetzt ganz wichtig, wirklich wichtig, unsere Kräuter. Die Minze, da haben wir was gezupft. Ja. So. Und auch die Koriander. Und da einfach zupfen. So, ich gehe jetzt aber mit der Kamera noch ein bisschen näher ran, damit ihr seht, wie ihr dieses schöne Kunstwerk am besten rollen könnt. Okay? So, vorab nochmal, keine Angst, falls es beim ersten Mal nicht klappt. Ist nicht schlimm. Genau. Ihr fängt an, indem ihr die Rückseite von dem Blatt nimmt. Passt auf, es ist jetzt sehr weich und elastisch. Und faltet es einfach mal einmal so nach vorne. Und versucht mit euren Fingern die ganze Füllung unten mit reinzuklemmen. So, jetzt habt ihr eigentlich schon eine halbe Rolle. Dann nehmen wir die Seiten und klappen sie auch noch zu, damit von den Seiten nichts rauskommt. Und die andere Seite genauso. So, und da das Ding eigentlich ziemlich wappig ist und ja, eigentlich fast so schon zusammenhält, müssen wir einen dann nur noch
Einmal nach vorne rollen. So. Und dann haben wir unsere erste Sonderrolle. Das war's auch schon. Aber jetzt kommst du zum wichtigen Teil. Zum Probieren. Bis gleich. So, damit ihr mein Gesicht nochmal seht, hier noch einmal der Zeitpunkt oder der Teil vom Video, wo ich ein bisschen genießen kann. Wir haben hier unsere Soße. Falls ihr diese Soße nicht mögt, könnt ihr auch eine Erdnusssoße nehmen oder irgendeine andere Soße, die ihr präferiert. Genau, dann zum Probieren. Ich komme ein bisschen. Unglaublich gut. So, dann sind wir schon am Ende des Videos und ich hoffe, ihr konntet gut folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Kochen und habt euch nicht verletzt. Das glaube ich auch nicht. Hinterlasst ein Like, falls ihr das Video hier toll fandet und abonniert unseren Kanal und das Allerwichtigste, Lächeln. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ah.